Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Jo, ich habe jetzt mal die Storage Unit aufgestellt, denn wir müssen jetzt ein neues Vehikel bauen, um nach Hause zu kommen. Und ich würde mal sagen, wir bauen einfach mal ein Düsenjet. Der sollte uns ja relativ zügig nach Hause bringen. Dementsprechend kommt hier alles rein. Und ja, dann brauchen wir wieder erst einmal eine ganze Menge Blöcke. Hoppala. Ja, lass dich schon einsaugen. So, wie lang machen wir den Düsenjet eigentlich? Ich weiß es nicht. Gut, und ein Düsenjet benötigt natürlich eine ganze Menge Kraftstofftanks. Hier und hier. Natürlich auch hier und da. Und von unten auch noch ein paar. Ich hoffe mal, das reicht. Wenn uns erstmal der Sprit ausgeht, dann bekommen wir Probleme. Und der Düsenjet soll natürlich auch nach irgendwas aussehen. Von daher nehmen wir hier mal ein paar andere Blöcke. Würdest du dich bitte so hindrehen, wie ich dich gerne hätte? Gut, danke. Das ist eventuell too much, aber hey. So, das wäre der erste Schritt. Enemies destroyed complete? What? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Gut, dann benötigen wir Tragflächen. Nee. Bitte andersrum. So rum. So, so und so. Du bitte da außen rum. Danke. Dann habe ich mir überlegt, anstelle der üblichen Flügelspitzen hier, wobei, sieht ja doch relativ gut aus, könnte man doch die Flügel hier hernehmen? Nö, kann man nicht. Sieht hässlich aus. Nö. Also kommen da die üblichen Haifinnen drauf. So, wunderbar. Vielleicht machen wir sogar noch eine Doppelbeflügelung. Nur um den Auftrieb zu garantieren. Müssen wir jetzt natürlich nicht machen, aber ich mache es mal so. Denn wir haben ja mehr als genug Material. Wird halt ein kleiner Doppeldecker. Und die Storage Unit sollte man ein bisschen weiter wegstellen. So, dann kommt hier das Heck hin. Nein, das hatte ich nicht vor. So. Bin ich schon mal gespannt, ob das fliegt. Natürlich kommen unter die Tragflächen noch zwei Düsen hin. So, Räder. Ich glaube, da nehme ich einfach mal die von Venture. Damit kann man am wenigsten falsch machen. Nein, da wollte ich dich nicht reinsetzen. Aber ist absolut in Ordnung. Wenn du da unbedingt stehen möchtest, dann komm da hin. So. Und fertig ist unser kleiner Mini-Düsenjet. Ob der genug Auftrieb und Schub hat, kann ich jetzt pauschal nicht beantworten. Das kommt auf den Test drauf an. Man muss ja schließlich immer alles testen. So. Hierhin und hier noch ein paar Zielgerätschaften. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Bewaffnung mit. Ja, ein paar Cruise Missiles sind dabei draufgegangen. Leider. Reicht das? Naja, 10 Cruise Missiles dürften ausreichend sein.
So, jetzt schauen wir mal, ob wir damit in die Luft kommen. Nun gut. Ja, da hast du den Leertaste gedrückt. Was ist dein Problem? Warum stehst du nicht? Ja, doch, fliegt. Naja, ein bisschen komisch. Hoppala, lass uns mal irgendwo landen. Wir müssten mal die Storage Unit ein bisschen ausbalancieren. Damit wir, wie soll ich sagen, nicht so hin und her kibbeln. Anscheinend, Moment, bleib einfach mal stehen. Anscheinend muss ich die Hinterräder seitlich ein bisschen weiter rausstrecken. Standardblöcke. Weil das Zeug hier. Jo, dürfte symmetrisch sein. Die Frage ist, wie bekomme ich das hier mittig hin? Hätten wir doch ein bisschen breiter machen sollen. Die Storage Unit möchte ich ehrlich gesagt nicht zurücklassen. Vielleicht, wenn ich da zwei drauf packe? Mehr Gewicht aber, egal. So. Oh oh. Hä? Sorry. Oh oh. Oh oh oh. Wir haben hinten zu viel Gewicht und ein Gegner ist in der Nähe. Nein. Was war das für eine krasse Aktion? Also zwei Storage Units. Nope. Halt mal still. Ja klar, das ganze Zeug können wir schon mal aufsammeln. Kommst du hier hin? Moment, Radar, komm mal her. Wie mache ich das jetzt mit der Storage Unit? Da lassen möchte ich sie ehrlich gesagt nicht. Und mir fällt gerade auf, dass das mit dem Rad hier doch ein bisschen suboptimal ist. So, wo ist mein Rad hin? Ach, da fliegt es. Schade. Räder. Problem ist halt wirklich, dass das Teil 3 breit ist. Und jetzt zu weit hinten Platz hier. So, probieren wir es nochmal. Ja doch, so steuert es sich deutlich leichter. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch unsere Basis finden. Und nicht auf Dauergas bleiben, weil sonst geht uns immer der Sprit aus. Ist das hier die richtige Richtung? Nein. Was haben wir denn hier? Eine Basis. Ich glaube, die sollten wir mal demontieren. Bleib mal stehen. Also bremsen ist mit dem Teil gar nicht so einfach. Vor allem, weil die Räder gar nicht reagieren. Na komm, roll zurück. Kannst du bitte wenden? Nein. Ich will doch nur zu dieser Basis, damit ich sie demontieren kann. Sonst wäre ich hier gar nicht erst gelandet. Moment, machen wir anders. Moment, GSO. Kontrollblöcke. Kommst du dann gleich mal mit? Moment. Fahren wir einfach mal so rüber. Ich glaube, es wird uns hier öfters mal auf die Nase legen, wenn wir hier über die ganzen Dünen rüberfahren. Naja, ich hätte vielleicht eventuell mal kurzfristig was zusammenbasteln sollen und wieder schneller unterwegs sind. Aber das macht ja nichts.
So, platziere dich mal dahin. Ich glaube, das müsste ausreichend sein. Na komm, nimm mit. Jo, den Ressourcenklumpen können wir dann leider nicht gebrauchen. Oh, wir sind umgekippt. Das habe ich mir schon gedacht. Wir sind hinten immer noch einen Ticken höher. Mal das Rad wieder hier. Ich glaube, wir müssen ja höher sein, wenn wir die Storage Unit unter uns mitnehmen wollen. Komm rein da. Nö, haut auch so hin. Guck mal, hier sind überall Gegner in der Nähe. Einen haben wir erwischt. Oh, das können wir wegmachen. Dann fliegen wir direkt einfach auf den nächsten blauen Punkt zu. Oh, Megaton-Kanonen. Nee, mit denen wollen wir jetzt... Ja, das war jetzt ein bisschen laut. Den wollen wir uns natürlich nicht anlegen. So, welcher der blauen Punkte ist richtig? Naja, im schlimmsten Fall demontieren wir wieder den falschen. Dann kommen wir schon heim. Ja, dafür, dass er sich ein bisschen merkwürdig steuert, fliegt er doch eigentlich in Ordnung. Ja doch, so schlecht fliegt er sich gar nicht. Sieht zwar ein bisschen klobig aus. Oh, Moment. Ich glaube, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hier ist eine Salzwüste. Dementsprechend könnte hier unser Zuhause sein. Und dem FPS-Drop nachzuurteilen, ist da unser Zuhause. Sehr schön. Ah, genau da. Ja, guck mal einer an. Home, sweet home. Oh, 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 oh. Bitte mal normal landen. Willkommen daheim. Im Low-FPS-Gebiet. Ich habe hier schon alles so weit reduziert. Moment. Ist hier irgendwo ein Gegner? Da hinten. Der hat ja Nerven. Ah, ist schon bereits erledigt. Und da wir hier mobile Storage schon jetzt drauf haben... Und hier und wieder mal irgendwo... Ne, da passen wir nicht durch. Wir sind hinten einfach zu fett. Moment. So kommen wir raus. Mit den mobilen Storage Units kann man hier wieder die ganzen Sachen einsammeln. Das geht jetzt zum Glück ratzfatz. Naja, könnte trotzdem ein Ticken schneller gehen. Die Frage ist, wo wir jetzt erfolgreich nach Hause gekommen sind, nachdem sich unser Quadrocopter-Drohnenvieh selbst zerstört hat. Naja, was heißt selbst zerstört? Hat ein bisschen Schaden genommen. Was bauen wir als nächstes? Weißt du was? Hoppala. Dieses Ding hier würde ich auf jeden Fall mal gerne speichern. Nee, Moment. Falsch. Hier unten. Genau. Einfach mal speichern. Gucken wir mal, was der kostet. So, Moment. Dann fahr mal näher ran. Oder ruckel mal näher ran. Was kostet uns der Düsenjet? Plärtig 14, was ist denn das? Ach, das ist mein großer Abfangjäger. Das ist mein altes Hauptvehikel. Moment, ich habe mir auch noch nicht gespeichert. Doch, anscheinend schon, oder? Speichern wir das einfach nochmal.
das Bild ist nicht gerade optimal. Und dann gucken wir mal, was der hier kostet. »244.000. Nee, aber jetzt, wo ist denn dieses neue Abfangjäger, wenn ich gespeichert habe? Ach hier, Düsenjet. 73.000. Wenn der kaputt geht, können wir uns keinen neuen leisten. Nun, weißt du was? Fliegen wir noch eine Runde rum? Denn ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was wir für die nächste Folge machen. So. Sehr gut. Der hebt ja auch relativ leicht ab. Und wenn er nicht gerade eine Storage Unit mit sich mitschleppt, dann fliegt er sich deutlich leichter. Also ist deutlich manövrierfähiger. Das da vorhin war ja richtig asymmetrisch. Okay, mal. Da kann man ein bisschen Stress verursachen. Natürlich machen wir erstmal die Basis kaputt. Was war denn das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Werden wir auch nie herausfinden. Und einlenken tut. What the hell? Was denn das? Wow, ich verliere die Kontrolle. Was sind das für ein Teil? Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature? Das ist plötzlich alles so rot, als ob ein Filter drüber gelegt wäre. Ich kann hier drin nicht wirklich steuern. Was zur Hölle geht hier vor? Die FPS fallen auch sichtlich herunter. Aber was zur Hölle soll das? Kommt jetzt ein Super-Duper-Mega-Invasor? Ist das ein Bug? Feature? Ich weiß es nicht. Das ist echt merkwürdig. Na komm, zerstören wir mal diese paar Einheiten hier, die sich nicht im roten Bereich befinden. Und verdienen uns zwar ein bisschen Kleingeld. Ich möchte ehrlich wissen, was es mit diesen roten Invasionszeichen auf sich hat. Delivery Crate. Ja. Ist eine ganz andere Mission. So, Feuer. Allzu viel lebt da nicht mehr. Nur noch drei rote Punkte. Die machen wir in dieser Folge auf jeden Fall noch platt. Da muss ich mal diesen Missionsbericht hier durchlesen. Was der von mir möchte. Das kann es ja gar nicht sein, oder? Ja, vielleicht muss ich einfach nur das Spiel neu starten. Könnte ja auch sein. Und noch mal einer weniger. Wir sind wieder frisch aufmunitioniert. Von daher passt wieder alles. Das große Signal breitet sich immer noch aus. Hoppala. Das war schlecht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt können wir hier relativ leicht starten. Jetzt, wo wir mal gelandet sind, ist das rote Teil weg. Nee, ist es nicht. Es breitet sich halt nur weiter aus. Das war völlig daneben. Na komm, lad nach. Das war zu spät. Na komm, in dieser Folge möchte ich die Basis auf jeden Fall noch einnehmen. Oder muss ich dem roten Gebiet irgendwie folgen? Was will er von mir? Das werde ich höchstwahrscheinlich nie herausfinden. Das war auch völlig daneben. Ja. Na komm, wenden wir nochmal für den richtigen Anflug.
Genau, da landen noch weitere Gegner. So, wo ist jetzt die Base hin? Die müsste links sein. Eine Invasion. Aber um dich können wir uns nicht mehr kümmern. Die Basis ist echt aus den Augen verloren. Na komm, fliegen wir nach Hause. Erstmal gleiten, damit sich unsere Tanks wieder auffüllen können. Dann können wir ein bisschen Gas geben. Guckt euch mal an, dieses pulsierende Geräusch. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch auf YouTube hört. Hoppala, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, das war eine Bruchlandung. Pulsiert doch irgendetwas. We've got Hostiles, Special Delivery, Capture Enemy Base, Mission Board. To seek out more missions you need to get... Ah, das habe ich gemeint. Das habe ich in der letzten oder vorletzten Folge gemeint. Jetzt ist es endlich drin. Verstanden. Also um den Invasor werden wir uns dann nächste Folge kümmern. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.